Zerstörung in sich. Wirklich? Tja, also... Das würde ich jetzt mal einen absoluten Fail bezeichnen. Selbst der Boden unter euch. Hallo, hast du gesehen, was passiert ist? das war aber ein Fail, Kollege. Oh, da kamen neue Truppen. Dies ist die Stunde der Wahrheit, edler Templer. Zeig dem Feind die geballte Wut der Krieger Ayurs. Exekutorin Selendis, entfesselt die gesamte Macht eurer Streitkräfte. Womöglich wird es kein Morgen geben. Entaro Tassada, Ceratun. Ja, die war damals noch auf Horizon. Hieß es Horizon? Nee, das war Mass Effect. Haven, genau. New Haven war das, so. Oh Mann, ich bringe es ein paar Mal durcheinander. So, jetzt haben wir alle Helden. Der Protoss. Und wir haben die Trägerschiffe. Ja, Trägerschiffe, die lassen so kleine... Ja, kleinere Schiffe los und kümmern sich hauptsächlich um Bodenziele. Damit können wir auf jeden Fall einiges an Schaden machen. Aber ich muss mal gucken, wo die jetzt als nächstes rauskommen. Die Hybriden. Hier habe ich ja ein paar Kolosse als Hauptverteidigung. Ist zwar noch ein bisschen wenig, aber dass ich sie alleine lassen könnte, aber es ist erstmal ein bisschen, immerhin. Ich könnte noch die Trägerschiffe da noch schicken. Die Exekutorin. Wie sie anhört, ey. Meine hier ist diejenige, die euch vernichten will. Das gebe ich schon noch einmal ein. Hier waren hier sind die kleinen Schiffe gewesen. Ein weiser Plan. Wir werden unerwähnt. Lol. So, fast 600 Feinde gekillt. Das ist immer noch ein bisschen wenig. Aber ich denke ja, 7 Minuten noch, dann haben wir das Archiv jetzt schon mal gerettet. Und wir müssen 1500 killen. Das ist ein Hauptziel, also das müssen wir machen. Ist ja nicht so, dass es heißt, ja okay, wir müssen so lange kämpfen, bis wir verlieren, also die Streitkräfte halt erstmal sterben lassen und dann gucken wir mal weiter. Nee, so ist es ja nicht. Das finde ich auch relativ gut gemacht, also an sich das Ziel, wenn man erstmal so drüber nachdenkt, kämpf bis du stirbst, denkt man selber erstmal, oh. Basis wird angegriffen. Ich glaube, da reicht es, wenn ich die Farbenkleid anfangen würde. Könnte sein, dass es reicht. Wir sehen ja, wenn die Trägerschiffe. Ja, die macht Schaden. Mit den kleinen Schiffen. Null. Wir verweilen im Zwielicht. Ah, da ist er. Fünf Minuten noch. Dann haben wir das Bonusziel immerhin. Das heißt ein bisschen Forschung, das heißt für uns ein bisschen Geld. Das Geld werden wir ja gleich ausgeben, alles. Aber dazu komme ich, wenn es soweit ist.
So, jetzt ist das fertig. Das bedeutet, ich verstärke die Linie hier, so dass wir die, ohne dass wir dann noch was machen müssen, noch halten können. So, da haben wir jetzt zwei Gebäude verloren. So wie ich euch erschuf, so werde ich euch vernichten. Er hat uns erschaffen. Zum Xel-Lager? Naja, ich weiß ja nicht, ob die Hybriden Xel-Lager sind. Also der Typ ist bestimmt der Gefallene, wie gesagt. Auch ein Hybrid, aber die Frage ist, ob er auch ein Xel-Lager ist. Frage, die den Spieler nicht geklärt werden. Es wird, wenn dann alles mit dem Add-on Word of the Swarm ein bisschen anders. Das kommt erst 2012 raus. Aber keine Sorge, das ist gleich auf jeden Fall. Die Story ist so geil, da muss ich es einfach nicht mehr. Angegriffen. Ja. Zweimal gleichzeitig an. Aber hier wissen. Kommt sie auch noch mal fertig. Nee. Brecken sollst du nicht. Sprecht ihr mich? Für Sterben ist es noch zu früh. Zu früh in der Stadt soll man ja auch nicht fallen. Ich werde Erlösung finden. Ich könnte eigentlich ein paar Upgrades durchführen. Basis wird angegriffen. So, machen wir mal voraus. So, das hätten wir auch wieder abgewehrt. Ich werde die Dämonen der Vergangenheit. Fast 1000. Noch eine Minute bis zum Archiv. Wo kommt jetzt als nächstes? Schwer wiegt meine Bürde. Keine Ahnung, aber das Archiv haben wir gerettet. Das gibt schon mal ein bisschen Forschung. Die Musik wird irgendwie bedrohlich. Zumindest ein bisschen. Boah,
Von oben kommt so eine Masse. Es gibt kein Entkommen für euch. Chance hat scheint so. Null. Wir dürfen nicht. Und wir haben es geschafft, das Schiff zu retten. Ich frage, ob es einfach reicht, wenn man das hier in den Boden versenkt. So, 1000 haben wir. Fehlen noch 500 und dann... Ja, dann geht's richtig los. Dann macht das halt noch mehr Spaß. Im Dienste Arjuas. Weil es dann wirklich Kopf an Kopf ist. Ich kann es nur warten. Toll, jetzt fehlen die da. Scheiße. Fangjäger, Fangjäger. Auch schon viele von euch. Das war hart. Oh nein, wir gehen jetzt Mineralien raus. Ja, also ab der Situation wird es richtig scheiße. Die Verbesserung auch wieder nicht. Dem liegt es nicht. Es liegt wohl daran, dass ich viel zu viele Gebäude verliere. Ich werde Erlösung finden. Oder ich habe übertrieben mit den Einheitenbau. Aber ich brauche die einen. Also seht ihr schon, wie lange wir hier kämpfen. Die kann ich mir gar nicht mehr erinnern. Ich habe
Hier spricht Lerarch Artamis, Befehlshaber über die Schild von Ajur. Unsere Matrixfelder sind in Reichweite. Massenrückruf initiieren. Habt ihr noch ein Schiff? Brüder und Schwestern, hört mich an! Die Zeit ist knapp. Ein Leader, der von unserer Spezies, unserer Zivilisation noch übrig ist, steht hier und jetzt an eurer Seite. Habt Vertrauen ineinander. Kämpft mit einer Seele. Lasst unsere letzte Schlacht einfach nahe sein. Sodass die Erinnerung an uns bis in die fernsten Winkel der Galaxis strahlt. Entaro Tassada! Sehr bewegender Stoff. Und irgendwie ist es langsam eine Zeit, dass ich abrecke. Lange kann ich nicht mehr mithalten. Pausenlose Angriffe, das ist scheiße. Die Verteidigungsanlage haben die vernichtet. Aber wir haben die 1500. Zumindest so gut wie. So, Aufklärung habe ich jetzt auch keine mehr. Blind. Wenn wir doch nur früher gehandelt hätten. Seraph, du bist gefallen. Stunde der Wahrung und Grundsatzgefälligkeit. Seraph, du bist gefallen. Oh nein, scheiße. Ja gut, passiert. Ich hab doch noch, ich muss sagen, ein bisschen Reserve hab ich einfach. Da ist ein Durchbruch. Törichte, hochmütige Kinder. Es gab eine unter euch, die meinen großen Plan hätte gefährden können. Aber in eurer Verblendung habt ihr sie für die wahre Bedrohung gehalten. Ja, die Königin der Klinge. Und jetzt brechen die durch. Perfektes Timing. Nee, noch lässt sich nicht von euch schlagen. Noch nicht. Aber jeden Moment. Der nächste Angriff könnte schon der letzte sein. Na super, jetzt haben die auch noch meine Pylon ausgeschaltet. Ich glaube, die stehen die auch nicht mehr. Ne, das war's. Wird es wohl gewesen sein. Meine Kräfte zu klein, um zwei gleichzeitig zu halten, also in die Mitte von mir.